Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil Revelations. Ja, wir sind hier dummerweise alleine unterwegs, mal wieder, weil wir uns von Parker getrennt haben, der Dinge tut und wir... Oh Gott, ja hallo... sind auf der Suche nach Chris und Jessica und haben Chris auch gefunden, der irgendwo in der Zelle eingesperrt sitzt und wir versuchen jetzt, okay, Moment, warte, was? Da ist noch was? Das habe ich doch schon mitgenommen. Ach so, jetzt. Und wir versuchen, das habe ich schon gescannt. Und wir versuchen jetzt rauszuholen. Wir haben auch schon Schlüssel gefunden. Dein Ernst. Das creepen die eigentlich so eklig. Die sind echt eklig. Die creepen hier ziemlich eklig durch die Gegend, muss man dazu sagen. Okay, das haben wir. Dann ist da noch was versteckt. Und das war's, glaube ich. Es ist so cool mit diesem Scanner. Also ich liebe es tatsächlich. Ich muss halt nur dran denken, dass wir scannen können. Den haben wir doch schon, oder? Ja. Genau, und den wollen wir jetzt ja eigentlich aus seiner Zelle holen. Wir haben nämlich jetzt den Crew-Schlüssel. Lülülülü. Da. Und es ist halt einfach so cool, weil man findet so viele tolle Dinge hier, wenn man das macht. Es ist einfach so gut. Hier sind überall versteckte tolle Dinge. Ich werde jetzt nur noch mit diesem Scanner durch die Gegend laufen, da könnt ihr euch aber sicher sein. Okay. Da laufen wir runter. Ich weiß noch nicht, was dieses gelbe Objekt da bedeutet. Da gehen wir gleich hin. Wait a second. Ich bin fast gedacht. Es ist nämlich so perfekt, dass da noch irgendwas liegt. Nur, dass man es halt... Oh, ich kann es nicht mitnehmen. Verdammt. Aber ich habe es zumindest schon mal aufgespürt. Das ist schon mal gut. So, dann gucken. Oh Gott. Los, wir müssen Chris helfen. Hat erschreckt mich nicht so. So, dann hinein. Quartierschlüssel verwendet. Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren, Miss Valentine. Bam. Okay, Episode 1 in die Tiefe beendet. Okay, 82er Präzision. Ja, ist jetzt nicht so schlecht. Okay. Es ist schön, dass man direkt danach eine Auswertung bekommt. Finde ich irgendwie ganz nett, aber gut. So, Alter. Bisher bei Resident Evil Revelations. Oh, das ist cool. Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen. Aber irgendetwas ist hier. Glaube eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das?
Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahren. It's Valentine. Oh, ich mag, dass das so in Episodenform ist und dass es dann so eine Rückblende gibt. Das ist irgendwie ganz cool. Okay, Episode 2, doppeltes Mysterium. Bin gespannt. 1842, Gebirge irgendwo in Europa. Ja, dann waren die gar nicht auf dem Schiff. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Das heißt, immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wenn wir... Ich hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen. Oh, er hat ihn auch. Also, wenn wir hier sind, ne? Und die anderen dachten, wir sind auf dem Schiff. Dann hat man uns doch bestimmt mit Absicht quasi unsere Koordinaten dahingesetzt, weil es ist jetzt ja viel später. Es ist 1842, das heißt, es spielt ja fast parallel. Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Die Abschussstelle aufsuchen. Ja, ja, ich bin dabei. Stress mich nicht, Chris. Ich laufe doch so schnell du kannst. Also ich finde es irgendwie... Ich bin jetzt schon gespannt, wie das... Ach, lustig, dass er da hinten so Autopens hat. Und eine Schere. Ist das sein First Aid Kit? Sein IFAK? Ach du heilige Scheiße. Das kann keiner überlebt haben. Ach du heilige... Zieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Ja, ja. Also ich scanne das jetzt erstmal so. Ach du heilige... Upsi. Okay, da ist schon mal ein Objekt. Das tun wir uns so... Ich weiß nicht, ob das da so sein sollte. Bin mir da unsicher. Da liegt ein Klemmbrett. Zum Einsatz des neuen Prototyps. Och nö. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erstens, beim Umgang mit diesem Spezialprototypen muss allen Anweisungen mit großer Sorgfalt Folge geleistet werden. Zweitens, folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Drittens, sobald die Fähigkeit des Prototyps aktiviert wurde, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Viertens, obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung, sollte er nicht mehr kontrollierbar sein. Was zur Hölle? Oh Gott, was habt ihr getan? Nein. Einfach nein. Gott. Einfach nein, wirklich jetzt. Echt. Du siehst ziemlich tot aus, Kumpel. Könnte von Veltro gewesen sein. Ich versuche es mal mit Genesis, ja. Möchte erst da rein. Da ist ein Handabdruck. Cool. Objekt. Flugplan. Juhu. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Balkoin-Mackie-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Nee. Einfach nee. Die Handabdrücke sind einfach nur... Kann ich den lesen? Flugplan, Flugart, Instrumentenflug, Flugzeugnummer, Flugzeugtyp C136. Geil. Abflugsort, Monte. Okay. Lustig. So, C130 wollen sie nicht nehmen, also machen sie 1306. Lustig. Ich
könnte wahrscheinlich mit meiner Waffe nachhelfen. Ja, dann tun wir das doch. Achso, Messer. Er hat ein Messer. Er hat ein Messer, Chris. Ich liebe dich. Gut. Jessica, ich brauche Hilfe. Warte, ich bin gleich da. Was ist denn mit ihr? Ist sie festgefroren? Vermutlich. Ich will hier nicht sein. Diese Höhle ist so kalt. Ja. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Und er krempelt sich noch die Ärmel hoch. Weißt du, sie sagt, es ist so kalt in ihrer dünnen Hose. Hey, hast du das gehört? Ja. Ah, okay, wir haben zwei Waffen. Gut, nice. Au. Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. Siehst du? Deswegen mag ich Chihuahuas. Ach Gott. Ja, das war eklig. Hat die Dinger transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Das war eklig. Von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Wo ist hier mein Scan-Krams? Da. Ich stand drauf. Okay, ich stand einfach drauf. Gut, Schrotgewehrmunition, nice. So, ist das jetzt hier... Ist das ein kompletter Stollen oder ist das... Ach nee. Nee, hi. Kann ich die eigentlich keine lebende Gegner scannen? Nee. Okay, ich möchte da doch nicht lang. Gut, dass wir drüber geredet haben. Da war nichts. Doch, da ist was drin. Jetzt. Au. Oh Gott, wieso ist er so riesig? Ahaha. Oh mein Gott. Hilfe. Mein Problem ist, ich sehe nicht, woran meine Gesundheit schlecht ist. Kann ich das irgendwie... Oder ich bin zu blöd, es zu erkennen. Das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme, dass ich einfach zu doof bin. Achso, mehr kann ich nicht mitnehmen wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Die laden wir kurz nach. Tülü. Okay, warte mal. Ach, verdammt, ey. Das ist halt super nervig hier mit diesem Scan-Gedöns. Muss das erstmal finden. Okay, hier ist es nicht. Das heißt, es ist auf jeden Fall hier irgendwo. Da war's. Gib es mir. Grünes Kraut. Okay. Also ich möchte jetzt... Nee, echt nicht. Ach Gott, Alter. Ist das widerlich. Ist das ekelhaft. So, woran sehe ich denn jetzt meine Gesundheitsanzeige? Also woran sehe ich jetzt, ja, das Gesundheit aufladen. Das habe ich verstanden, aber woran kann ich jetzt physisch Angriff, Sie können für den... Ah, okay. Woran erkenne ich jetzt, wie schlecht meine Gesundheit ist? Gar nicht, ne? Hui! Jump, jump, jump.
Bowfalle, eine granatenähnliche Hilfswaffe. Sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alle in ihrer Augen. Oh, das ist cool, das will ich haben. Give it to me. Okay. Dann laden wir kurz nach. Dann können wir auch wieder ein bisschen Pistolenmunition mit mir rumschleppen. Oh, nice. Oh, nice. Ich habe Angst. Ich will nicht. Ach Gott, ist das euer Ernst? Au. 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 Lauf, Chris, lauf. Au. Oh Gott, was ist denn mit ihm? Achso, so kann ich das sehen. Okay, wartet, Moment, wir machen das. Machen das. Au, 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 ganz einfach. Hat das irgendwas gebracht? Nicht so richtig, ne? Hallo? Und du bist vorbeigesprungen irgendwann. Okay. Doch ein bisschen was hat es gebracht, glaube ich, ne? Aber nicht viel. Okay. Wild. Das war wild. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Aber es wäre wahrscheinlich was, was man am besten vorher ausprobiert. Also vorher nutzt. Und die halt irgendwo hinlegt. Oh Gott, ist das unangenehm. Es ist so gruselig. Ich hasse es hier. Ich hasse es hier einfach jetzt schon. Und zwar richtig. Also, Jill war es? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, na ja. Es war nur so eine Frage. Okay, wir haben Handabdruck. Was ist denn mit ihr? Ist sie irgendwie eifersüchtig? So, Jill kennen wir jetzt ja nun schon ewig. Jill und Chris arbeiten ja schon seit etlichen Zeiten einfach zusammen. Ist sie eifersüchtig? Ich weiß nicht warum. Warum ist sie eifersüchtig? Das ist die Frage. Okay. Noch mehr Pistolenmunition, die wir nicht gebrauchen können. Okay, cool. Mhm. Warte auf mich. Hui. Oh, oh. Tschüss. Chris, bist du okay? Nur mein Bein. Ich gehe erstmal nirgendwo hin. Warte, Chris, ich bin gleich da. Ach Gott. Au. Mist, warum ausgerechnet jetzt? Das ist eine gute Frage. Verdammt, es sind zu viele. Was sagst du so einfach? Doch, habe ich. Warte. Hat mir aber in dem Fall auch nicht viel geholfen, weil es nur einer. Mein süßer Hintern ist unterwegs. Halleluja. Da, fress das. Halleluja. Ha, 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 ha. Ha. Geht, geht einfach weg. Okay. Wir machen das nochmal so.
Gott, aua. Tut mir doch einfach nicht weh. Au. Jessica, ich werde dir sehr verbunden. Kannst du stehen? Nein. Mir geht ziemlich alles beschissen. Okay. Ich habe jetzt. Was ist denn? Vertraust du mir genauso wie Jill? Hör zu, ich vertraue euch beiden, okay? Außerdem, man gewinnt Vertrauen durch Taten, nicht durch Worte. Das ist wieder typisch, Chris. Es geht immer nur um den Job, nicht wahr? Was ist denn mit ihr? Also irgendwie ist sie ein bisschen anstrengend. Gut, ihr Lieben, den Weg weiter durch die Mine verfolgen wir aber erst morgen in einem neuen Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss!